Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen, chilligen, entspannenden, ruhigen Folge Foundation. Genau das Richtige zum Abschalten für dich, ne? Hoffe ich zumindest, ja? Dass du einfach mal ein bisschen runterkommst vom Stress des Alltags. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Es war gerade hier Wochenübergang, ne? Wir haben jetzt hier gerade keine Aufträge. Das heißt, ich habe jemanden befördert. Das war das Letzte, was wir machen mussten, ne? Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir uns hier weiterentwickeln. Ist ja schon ein bisschen her, seit wir die letzte Folge hatten. Wir haben die Kirche, wir haben das Herrenhaus. Das könnten wir vielleicht so noch hier hinten noch ein bisschen erweitern. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Hier sollten ja die ganzen Wohnhäuser hin, ne? Hier oben noch, das ist weg. Ich weiß gar nicht, können die jetzt überhaupt noch hier abbauen? Ah, die sind hier hinten noch am Abbauen. Okay, das passt. Dann haben sie auf jeden Fall ein Holz. Und wir können jetzt mal hier unten gucken, beim Bauen, was wir noch so alles machen können. Und hier müssen wir auch noch gucken, bei der Kirche und so weiter, ne? Budgetstände. Genau, bei den Ständen wollten wir ja gucken. Wir haben 13 Punkte, das heißt, hier könnte man noch ein Vogtbüro bauen. Erforschen. Vogt, die den Gebäudeteilen zugeordnet werden kann. Erlaubt euch, einen Vogt zu benennen, welcher verschiedene Mandate für das Dorf erfüllen kann. Könnten wir machen. So, können wir denn hier schon irgendwas? Hölzerner Wehrturm, Holzpalisade, hohe Steinmauer, Dorfkirche, zusätzliche Gebäudeteile. Das ist immer sehr interessant. Wir haben 5, wir haben 0, also müssten wir hier jetzt mal ein paar Aufträge erfüllen. Und während wir darauf warten, wir müssten jetzt immer hier vors Büro kommen, ne? Können wir gucken, was wir noch so brauchen. Lagerhaus haben wir, Speicher haben wir. Vor allem müssen wir gucken, wie wir das hier machen. Ich würde sagen, die Häuser tun wir wirklich in diese Richtung hier entwickeln. Und hier hinten hin dann halt die ganzen Felder und so weiter. Ne? Was haben wir denn jetzt noch hier? Ressourcen. Steinmetzhütte könnten wir machen. Ein Köhler, eine Eisenschmelze, Schmiede brauchen wir alles noch nicht. Aber wir könnten das Vogtbüro hier freischalten. Weil der kann dann, glaube ich, auch funktioniert. Gut. Ja, toll. Wahnsinn. Gebäude editieren. Stückliste. Schatzkammer, große Halle. Okay, dann müssten wir da noch was anbauen für ein Vogtbüro. Weil der kann nämlich dann hier, ich glaube, hier Steinvorkommen und so weiter untersuchen, um zu gucken, was da drin ist. Ne? Das ist ganz praktisch. Wir könnten hier jetzt noch eine Steinmetzhütte hinmachen. Das wäre auch hier in der Nähe. Aber dann bräuchten wir auch noch wieder ein zweites Lager, weil das hier voll ist. Und was mir gerade einfällt, bevor wir jetzt hier überhaupt mal irgendwo noch was bauen, würde ich gerne erstmal hier alles voll machen. Weil wir haben ja ein paar Arbeitslose hier, ne? So, da noch einen hin. Jetzt ist alles voll. Und wir haben noch einen Arbeitslosen. So. Jetzt wird das hier nur langsam ein bisschen eng, ne? Das wird echt ein bisschen eng. Ich möchte das ungern direkt hinter die Kirche klatschen. Das heißt, das Holz hier müsste noch weg. Sobald sie damit fertig sind. So, was haben wir sonst noch hier? Was ist bei den Nahrungsmitteln? Weizenfarm könnten wir auch schon bauen. Okay, logischerweise dann den Bäcker. Milchhof und Käserei noch nicht. Brunnen. Sammlerhütte. Sonst noch irgendwas Neues? Hier hinten bei der Deko ist was Neues. Schafstatue. Die brauchen wir nicht. Aber das heißt auch, wir müssten hier echt viel mehr Platz machen. Pass mal auf. Wir gehen jetzt erstmal hin und tun hier unser Vogtbüro Gebäude editieren. Tun wir noch ein Stück dran. Vielleicht am besten hier so hin. Kann ich das nicht irgendwie hier dran machen? So. Könnte man anbauen, ne? Könnte man anbauen. Tun wir auch. So, vielleicht kriegen wir dann hier noch irgendwie so einen zweiten Kamin rein. Die brauchen ja auch noch was, dass das schön aussieht. Da können wir nämlich dann das Vogtbüro reinmachen. So, dass der schon mal erforschen kann. Weil es wäre Blödsinn, wenn wir jetzt irgendwo hier hinten dann eine Eisenschmelze und so weiter hinbauen und dann hier ganz oben irgendwo dann Eisen ist, ja. Dann sind die Wege einfach zu weit. Lass die da mal rumwuseln. Wir gucken, wie es aussieht hier. Wir könnten ihnen ja schon mal ein bisschen was geben, weil wir müssen hier mal Platz machen. Wir brauchen den Platz, es geht nicht anders. Weg mit dem Zeug hier. Dann können sie das hier auch machen und das sollte eigentlich schneller gehen. Nein, bitte nicht. So,
Was sagen denn die Häuser überhaupt? Was sagen die Häuser? Ist das gut hier? Ist das schlecht hier? Hier ist halt nicht wirklich viel, ne? Deswegen baut da kein Mensch. Hier ist alles rot wegen den ganzen Gewerbe- und Industriegebäuden. Da will niemand hin. So, müssen wir gucken, wie wir das noch ein bisschen schöner kriegen hier. Mit Dekoration und so weiter. Transport. Ja, wir haben halt noch nichts, ne? Nope, wir haben noch gar nichts. Administration, okay, Kirche. Ein Mönch bittet um eine Audienz. Das ist gut. Das ist gut. Dann lass mal gucken, was wir da kriegen hier. Hier wäre Dorfkirche, zusätzliche Gebäude. Hölzerner Wehrturm. 10 Leibeigene brauchen wir aber erstmal überall. Dann lass jetzt mal gucken, was er möchte. Mein Herr, der König verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte eben was. Ein paar seiner Kirchen renovieren. Aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen unten wählen, wem wir was schicken. So, liefere 50 Holz. Wie viel haben wir denn? 150 Holz. Ich würde sagen, wir helfen mal dem Klerus, ja? Weil da haben wir schon Punkte und Auftrag fertig, ne? Jetzt haben wir hier nämlich genug Punkte. Würde ich sagen, 5. Wir haben jetzt 20 und 5. Fehlen nur die Leibeigenen. Aber ich will ungern jetzt direkt alle befördern, weil die dann wieder hier ausbauen und wir haben keine Steine und fehlt eh alles, ne? Das ist dann das Problem. Also es muss wirklich ein bisschen langsam gehen und nicht so schnell, ja? So, dass du dann nicht in Bedrängnis kommst. Das wäre ein bisschen doof. So. Guck, jetzt fangen sie nämlich direkt hier an. Haha. Das ist auch fertig. Jawohl. Ne, noch nicht ganz. 5 Steine fehlen noch, aber die sollten wir zusammenkriegen. So, wie viel haben wir jetzt hier? Arbeitslose Dorfbewohner, 2. Einwanderung hoch, eingehend in 3 Tagen. Alle zufrieden. Das ist super. So, seid jetzt fertig hier. 5 von 5. Muss nur noch der Klöppelmeister kommen hier. Ich nenne ihn jetzt immer Klöppelmeister oder Klöppelmeisterin. Ist ja egal, da kommt wieder wer. Das ist, glaube ich, der Händler. Oder? Nö, der geht hier ins Haus. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, da ist die Baumeisterbiene. Klöppelmeisterin. Sehr gut. Wartungskosten. Was? Wartungskosten. Viel zu teuer. So. Was ist das? Jetzt können wir hier, funktioniert gut. Stückliste. So, was haben wir hier? Keine Funktion, von wegen. Ich hätte da gerne ein Vogtbüro drin. Jawohl. Klicken, um zuzuweisen, Vogt. Wen haben wir denn hier? Die Lerngeschwindigkeit im Job wird um 12% erhöht. Die Lerngeschwindigkeit im Job wird um 12% erhöht. Libusch oder Bilhidis? Wir nehmen mal Bilhidis, ja? Weil das ist mir wichtiger als die Soldaten da unten. So, der können wir jetzt direkt ein Mandat geben. Gewinnt Einfluss bei einem Stand, können wir machen. Kostet 100. Das ist natürlich, müssen wir gucken, wo das ist, weil wenn, wollen wir natürlich auch direkt bei uns hier vorne, ne? Das wäre da, 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 nein. Das ist auch da ganz hinten. Der ist bei uns. So, so. Und dann nehmen wir mal den hier, ja? So, den nehmen wir. Der wird jetzt erkundet hier. Das dauert ein bisschen und irgendwann demnächst kriegen wir dann eine Nachricht. Das ist super. So, 2 Arbeitslose. Wir können dann jetzt schon mal hier wieder ein neues Lager hinbauen. Logistik. Lagerhaus. Kriegen wir das daneben so? Sollten wir ordentlich, oder? Ein zweites hier neben. So. Bauen, bauen. Sehr gut. Wenn wir das haben, können wir hier noch ein Steinmetz hinsetzen. Wir können ja auch das Quadrat hier, die Wabe. Das ist eine Wabe, ne? Das ist ja kein Quadrat. Können wir ja gratis einsacken, weil wir ja hier den Auftrag erfüllt haben. Ne? Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Tada. Dann können wir nämlich auch hier wieder alles abholzen und da dann vielleicht schon so einen kleinen Betrieb hinsetzen. Ne? Eine Mühle, ein Bäcker, dann die Felder. Problem sind nur die Leute. 4 Arbeitslose haben wir jetzt. Die können wir direkt wieder hier hinpacken. Sind dann am Kloppeln da. Kriegen wir den hier hinter? Das wäre gut. Kriegen wir den Steinmetz hier hinter? Den kriegen wir hier so hinter.
Dann setzen wir den doch dahin. Bitteschön. Dann kann der nämlich hier schön... Da sind überall Steine drin. Naja, 100. Bretter auch 100. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, was wir hier reinpacken. Auf jeden Fall einmal die richtigen Steine. Ja, also hier die Ziegel, Steinblöcke und nicht nur Steine. Beförderung verfügbar. Dann tu mal 1, 2, 3 nehmen wir mal. Ja, so, da waren es jetzt 4. Naja, auf jeden Fall waren es einige. Müssen wir halt gucken. Jetzt sieht man schön hier, ne? Das wird dann ganz schön teuer. Deswegen ungern Roms alle auf einmal befördern. Aber die fangen dann natürlich auch an, hier die Häuser auszubauen und so weiter. Und wollen mehr Bedürfnisse erfüllt haben. So, wie viel sind denn hier drin? 3 von 20, okay. Also ihr könnt hier reingehen, Leute. Ihr könnt hier reingehen. So, dit wird gebaut. Da sind sie gut dabei. Oben sind sie gut dabei. Sollte passen. Sollte passen. Gucken wir mal ein bisschen zu, wie sie hier bauen. Guck, fertig ist es. Fertig ist es. Hier können wir nämlich jetzt die richtigen Steinblöcke reinmachen. Was haben wir sonst noch? Eisen, Kohle, ne. Eisenerz, Glas, Fässer, Haushaltswaren. Haushaltswaren sind neu, oder? Die kenne ich gar nicht. Komm, wir machen nochmal Holz rein und wir machen nochmal Steine rein. So. Dann können wir eigentlich nochmal Steinblöcke reinmachen. Da haben wir direkt 200. Wie viele Arbeitslose haben wir? 4. Pack mal einen rein. Hier oben können wir... Ah, muss noch gebaut werden, okay. Fehlen Bretter. So, fehlen Bretter. Luchina bringt Stoff. Gott. Ah, nee, Stoff fehlt. Ja. Gott sei Dank hatten wir 5. Hätte ich jetzt voll verpennt. Hätte ich voll verpennt. Ich dachte, das wären Bretter gewesen. Gut. So, hier muss sowieso nur einer rein. Das heißt, der Rest von den dreien kann noch hier rein. Passt genau. Oder auch nicht. Einer fehlt. So, 3 von 4. Ist der noch unterwegs? Kann das sein? Die alle hier rumstehen, nichts zu tun haben, ne? Unglaublich. Unglaublich. So, da sind die Steine drin, da ist Holz drin. Hier hinten wird hart gearbeitet. Wir sehen es. Ne? So. Da werden die Steine schön hier zurechtgeklöppelt. Dass wir die auch schon mal haben. Da kommen doch die ersten. Siehst du? So muss das sein. Guck mal, wie schnell die alles abholzen. Wie schnell die alles abholzen. Wieder ein Bewohner mehr. Der kommt direkt hier rein. Bitteschön. Es ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, dass da alles voll ist. Und nicht überall irgendwer fehlt. Das mag ich gar nicht. So, das sieht schön aus hier. Jetzt haben wir wieder plus 14. Sollte erstmal reichen. Ah, es wächst und gedeiht. Es wächst und gedeiht. Jetzt entsteht hier so ein kleiner Industriebetrieb, ne, so ein Industriegebiet. Hier sind die Häuser. Ich hätte halt nur gerne, dass sie hier noch ein bisschen weiter hinwachsen. Dazu könnten wir vielleicht nochmal einen Brunnen hier hinsetzen, wenn wir den finden, hier auf die Schnelle. Der muss ja auch irgendwo sein hier. So. Wenn ich jetzt hier hinsetze, haben wir diese Reichweite. Das heißt, hier so müsste nochmal ein Brunnen. Den können wir bauen. Und da können dazwischen dann die Häuser hin. So. Wasser halten sie dann. Wir können auch mal gucken, ob es denen gut geht hier. Oder ob denen irgendwas fehlt. Nein. Ist in Ordnung. Vergrößerung auch zulassen. Schwuppdiwupp. Ich glaube, das liegt halt daran, dass wir die befördern müssen. Ne? Attraktivität niedrig. Was? Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Natürlich hier, ne? Direkt neben der Kirche will jeder wohnen. Das ist ja normal. So, wir brauchen Platz hierfür. Wir brauchen einfach Platz hierfür. Könnten auch schon mal hier so einen Betrieb dahin machen. Dazu müssen aber erstmal die Bäume weg. Vorab kosten 75. Für die brauchen wir dann wieder ein neues Lager, ne? Oder? Nee, wir hatten ja hier Platz, ne? Da kann dann Weizen rein.
Da kam Brot rein, Mehl musste auch rein. Ja, guck, dann passt es wieder nicht. Da müssten wir einmal Beeren wegmachen. Das wäre natürlich doof. Das wäre doof, weil sonst brauchen wir wieder eins. Aber da würden wir dann mehr Geld kriegen, weil wir dann hier noch einen zweiten Markt bauen könnten, um Brot zu verkaufen. Wenn es denn dann soweit ist. Problem ist nur, lass mal gucken. Stellt ein Mehl aus 3 Weizen her. Wahnsinn. Hier steht nicht bei, wie viele Leute die brauchen. Ich tippe jetzt mal auf 2, 4, 5. Also 5 plus nochmal einen neuen Speicher hier. Da sind wir bei fast 10 Leuten, die wir brauchen. Ne? Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Mal gucken, da wird es direkt schöner hier. Vielleicht können wir den hier unten ja auch nochmal einen hinbauen. Mal guck mal, der geht nur bis hier hin. Das ist genau am Rand. Dann kriegen die jetzt nochmal hier so einen hin. Bitteschön. Wichtig, dass sie nicht so weit laufen müssen und alle was zu trinken haben. So, Ressourcen sind gut da. 20 Steine. Na komm, wir fangen einfach mal an. Wir machen hier jetzt auch Folgendes rein. Und zwar Getreide. Weizen. Und dann setzen wir mal hier einfach einen Ofen. So. Bitteschön. Er kann ja dann Stück für Stück hier erweitert werden mit Feldern oder mit einem großen Feld. So, dass die dann auch ein bisschen mehr produzieren. Und guck mal, da kommen 3 Bewohner. Sehr schön. Wie gerufen? Wie gerufen? Die können wir gut gebrauchen. Also fleißig, jawohl. Muss bald auch mal ein bisschen näher gestellt werden. Noch geht das hier mittendrin. Aber demnächst muss er dann irgendwann einmal weg. So, was fehlt jetzt hier? Bretter und Hammer. Hammer, Hammer, jede Menge. Sollte also passen. Bretter auch. So. Alles da. Muss nur klöppeln hier. Ah, die sind noch beim Brunnen dran, ne? Jupp, die sind beim Brunnen gerade dran. Hier ist auch einer. Da könnte man demnächst auch mal überlegen, da ein zweites zu bauen, dass es was schneller geht. So, wie sieht es jetzt aus hier? Durchschnitt. Auf jeden Fall hebt der Brunnen die Attraktivität. Das ist schon mal gut zu beachten. Das ist schon mal gut zu beachten. So, dann können wir gleich loslegen hier mit der Produktion. Weizen für die Massen. Ups. Hier hinten will keiner bauen, leider. Das ändern wir aber bald. Das ändert sich bald. Da wird gebaut, ob ihr wollt oder nicht. So, können wir mal hier wieder noch ein bisschen schneller machen. Dass es weitergeht. Durchschnitt. Beschäftigung ist Durchschnitt. War es? Ja, weil 3 arbeitslos sind, ne? Wohnfläche ist gut, Zufriedenheit ist gut. Die können jetzt gleich hier arbeiten, keine Angst. Die haben ratzdifatzdi den Job. Wir müssen nur hier wieder aufpassen. Minus 15. Handel, Konstruktion, Unterhalt. Territorium ist nur minus 1, also das geht. Das geht. Hier geht, glaube ich, gerade niemand ran, ne? So. Findet nur Steine in einem nahegelegenen Vorkommen. Was? Er hat nur Steine da reingefunden. Na toll. Also gar nichts darin. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich fest ist, dass immer dasselbe in den Dingern ist. Oder ob das einfach per Zufallsgenerator gemacht wird dann. So, der Bauernhof ist fertig. Gucke mal, was habe ich gesagt? 3 Leute. 1, 2, 3. Bitteschön. Keine Anbaufläche festgelegt. Okay, hier geht es natürlich schlecht, ne? Könnten wir aber durchaus so machen. Sagen wir mal so. Dann können die schon mal ein bisschen anlegen. Und wenn die Bäume weg sind, dann geht's los mit dem großen Rest. Wieder 2 Bewohner. Zu eng aneinander dürfen wir es natürlich auch nicht machen, ne? Die werden sich da, glaube ich, nicht freuen hier, wenn das so nah bei ihnen ist. Müssen wir dann mal gucken. Später, wenn das hier hochgeht, können wir das dann hier groß anlegen. Machen wir 1, 2, 3 Kacheln. Hier hinten müssen wir auch noch welche kaufen dann. Und vor allem müssen wir da hoch Richtung Steine. Das wird wichtig.
damit wir da dann die Ressourcen erschließen können. So, machen die Kollegen mal weiter hier. Ein Mönch bittet um eine Audienz, okay. So, was möchte er denn? Wir dem König helfen. 10 Werkzeuge. Nee, die sind mir zu teuer und da haben wir zu wenig, als dass wir hier irgendwas liefern. So, der Vogt steht für ein neues Mandat zur Verfügung. Dann lass mal gucken, wo. Das ist auch bei uns hier, ne? Da oben, da drüben. Ganz oben. Nehmen wir das. Bitteschön. Kann er da mal durchsuchen. Ihr könnt auch gerne hier neue Häuser bauen, Leute. Könnt ihr auch. Wäre vielleicht ganz praktisch. Weiß nicht, warum ihr das nicht tut. So, Einwanderung aktiviert. Upgrade erlauben. Ja. Verdichtung erlauben. Ja. Dürft ihr alles. Und guck mal, jetzt tun sie hier überall zwischen den Bäumen pflanzen. Geil. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Richtig, richtig cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, vielleicht tun sie die Lücken hier jetzt auch noch voll machen. Das wäre praktisch. Wir haben wieder 2, da müssten wir... Wir haben halt keinen Platz hier, ne? Wie groß ist die Mühle? Außerhalb des Territoriums, stimmt doch gar nicht. So, die könnte man vielleicht noch gerade so hier hinsetzen. Machen wir jetzt auch mal. Gucken. Wir sind hier schön am... Alter, das liegt ganz platt da drin. Das liegt ganz platt da drin. Okay. Aber es wächst und wächst. Das ist wichtig. Das ist das Wichtige. So. Plus 4 Bewohner. Na, perfekt. Jetzt kommen sie alle, wie die fliegen. So, wo packen wir dann den Bäcker hin? Die könnten dann schon mal Mehl hier hin machen. So, Mehl. Die Einbeeren werden auch mal weniger. Maximaler Lagerbestand. Ablehnen, akzeptieren. Noch nicht. Lass uns mal, wie es ist. Ah, guck mal, es wächst. Juhu! Es wächst, es wächst, es wächst. Sehr schön, sehr, sehr schön. So. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Was haben wir hier? Konstruktion 200, verschiedenes 100. Unterhalt, Handel, Marktplatz 1500. Da müssen wir halt noch zusehen, dass wir mehr machen, ne? Im Moment kaufen die halt nur die Beeren, weil nichts anderes da ist. So, aber da haben wir gleich schon Mehl. Das heißt, wir könnten dann auch... Wir können ja mal gucken im Handel, ob der Fuzzi da, den wir haben hier... was kauft der? Der kauft Beeren, Steinblöcke, Bretter und Wein. Also könnten wir uns auch überlegen, ob wir Bretter und Steinblöcke verkaufen. Ne? Da gibt es zwar nicht viel von für, aber wir haben ja jede Menge. So, alles Oberhalt, Stückzahl verkaufen. Mach mal. Und dann bitte nicht 0, sondern wir machen mal 125. So. Hier dasselbe. Ne, noch nicht. Die lassen wir erstmal ein bisschen 2 Müller. Bitteschön. So. Ja gut. Wir haben, die brauchen Weizen, die brauchen... Ja gut, die können noch nicht arbeiten, weil der Weizen noch wächst, ne? Aber generell sollte das klappen. Jetzt haben wir natürlich nur keinen Platz hier für Brote. So, pack hier mal Brot rein. Die Beeren da sind weg. Na, ach, guck mal hier. Wie schnell das geht, wa? Wie schnell das geht, ne? Attraktivität hoch auf einmal, okay. Sieht das schön aus mit dem Feld hier. Scheint so. Oh, sehr schön. Guck mal. Ha. Sehr schön. Wieder plus 3 Bewohner. Jetzt wird es aber langsam voll, du. Langsam könnten sie auch hier oben ein bisschen neu machen. So. Das heißt, hier sind sie langsam fertig, ne? Dann gehen sie wahrscheinlich wieder hier rüber Holz hacken. Es sei denn, wir tun dann jetzt, das Gebiet noch, verbotenes Land, nein, wo war es denn nochmal? Territorium, hier kriegen wir ja umsonst, ne? Die 25 Münzen, die können wir uns noch leisten gerade so. Dann haben wir hier schon mal weiter, sind direkt am Felsen dran, sehr gut. Und können dann hier noch irgendwo unsere Bäckerei hinsetzen dann. So.
So, ich denke mal auch, dass der eine Bauernhof hier, der wird nicht reichen. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wunderbärchen, Wunderbärchen. So. Yay. So muss das sein. Alles eingesammelt. Super. So. Kaum ist es da, wupp, ist es weg. Die sind hier am Wuseln. Passt auch. Was haben wir hier drin? 30 Mehl schon, 12 Weizen. Perfekt. Perfekt. Und das meinte ich. Das wird zu wenig sein für die, ne? Das wird definitiv zu wenig sein. So. Hier kommen die letzten Bäume. Ich würde gerne schon mal ein bisschen abbauen. Hier. So, mach mal so hier das weg. Ich weiß ja nicht, wie groß die Bäckerei ist. Das sehen wir dann. Aber das ist jetzt wieder näher dran. Deswegen werden die wahrscheinlich erst da abholzen. Was sie gerne dürfen. Damit wir hier endlich mal den Bäcker hinsetzen können. So, der Bäcker, was braucht der überhaupt? Braucht Wasser. Das heißt, wir müssen hier oben auch auf jeden Fall... Oh, guck mal, die machen sogar die Bäume weg. Nice. Dann setz ihn mal hier hin. Bauen. Und wir tun hier noch einen Brunnen hinsetzen. Wenn ich ihn denn dann finde. So. Bitteschön. So. Extra für den Bäcker. Könnten wir ja im Lager eigentlich auch noch Steinblöcke, Haushaltswaren, Fässer. Hier kannst du kein Wasser reintun, ne? Nope. Kann man das hier machen? Fisch, Wein, Honig, Brot, Mehl. Nein, hier kannst du auch kein Wasser reintun. Okay, dann bleibt alles, wie es ist. Wir haben 9 Arbeitslose. Okay. Okay. Da könnten wir echt schon einen zweiten Bauernhof aufmachen. Für mehr Korn, für mehr Weizen. Und vielleicht ein bisschen Vorrat anlegen, falls demnächst wieder schlechtes Wetter kommt. Und die hier total absaufen. Das wäre natürlich auch nicht gut, ne? Teile der Konstruktion. Ja, Teile der Konstruktion, da guckst du, ne? So, der auch. Der sollte ja relativ schnell fertig sein, der Brunnen. Das müsste eigentlich ratzdi-fatzdi gehen. Aber lassen wir sie mal in Ruhe werkeln hier. Die Steine mittendrin, das gefällt mir sehr gut. Und guck mal hier, wie groß das jetzt ist. Jetzt ist es komplett zu. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, wie viel die bearbeiten können. Wann es zu groß wird, wann es zu klein wird. Funktioniert gut. Okay. Heißt, ist noch im Rahmen, schätze ich mal. Müssten wir da mal austesten, wenn wir das noch größer machen, ob er dann sagt, zu groß, zu viel Arbeit oder funktioniert nicht gut und so weiter und so fort. Ne? Du weißt, was ich meine. So. Komm. Sehr schön, ey, sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir mega. Oh, sieht das schön aus. So, müssten die auch wieder befördern, ne? Aber wir sind gerade bei minus 34, das gefällt mir nicht. So, wir können schon mal wieder einen neuen Markt hinbauen. Ich weiß, dass man die auch alle zusammensetzen kann, aber irgendwie... Ist das hier eine Köhlerei? Setze ich die immer alle einzeln hier? Ich weiß auch nicht, warum. Es ist irgendwie so... eine Macke von mir. Immer hier mal ein Tisch, da mal ein Tisch. Wenn ich den jetzt gerade finden würde. Logistik, hier. Ein Marktplatz. Guck, wenn ich den jetzt... hier so reinsetze. Ja, dann nehmen wir ganz normalen Marktstand. So, wer kommt da rein? Vielleicht noch ein Zelt drüber. Bitteschön. Bauen. Ich glaube, das war verkehrt rum, oder? Das könnte verkehrt rum sein. Sehen wir gleich. So, das hier sieht auch schon sehr schön aus. Guck's dir an, ey. Guck's dir an. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Schön, oder? Richtig, richtig schön sieht das langsam aus. Einfach nur schön entspannt. Und langsam wuselt's hier gut. Auch wenn irgendwie gefühlt 90% hier am Marktplatz rumstehen und nichts tun.
Aber, was ist das hier? Was haben wir gefunden? Marmor. Toll. Marmor braucht man im Moment nicht. Aber wir sehen ihn jetzt schön hier. Der Marktplatz ist gebaut. Nö, nee, das ist ein richtig schönes Zelt hier drüber. Nice. Wird hier die Bauhütte nicht so toll freuen, aber was soll's. So, machen wir voll. Und der soll jetzt Brot verkaufen. Jawohl. 0 von 50. Das kommt dann, wenn die hier loslegen und mal fertig sind. Aber der müsste jetzt... 11. Alter, wir haben 11 Arbeitslose. That's a lot. Da könnten wir jetzt echt überlegen, eine zweite Baubude zu bauen. Dass wir schon mal 6er haben. Und wir hier so gut wie keine oder am besten gar keine Lücke mehr haben, ne? Bis der nächste kommt. So. Komm schon, bist du fertig? Ich hoffe doch. Dann können wir nicht mal gucken. Wahrscheinlich ist jetzt wieder nur einer drin, ne? Nein, zwei. So, funktioniert gut. Stellt 4 Brot aus einem Mehl und einem Wasser her. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht hier im Hintergrund. Wo sie rumhacken. Ja, nice. Ah nein, jetzt sind sie schon normal am Backen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ganz, ganz früher. War es 2018 oder so? Als der erste Early Access Release rauskam, da waren die immer wie so Karate-Mannequin auf dem Brot am rumhauen. Das war super lustig. Ich fand das cool. So. Ein Mönch bittet um eine Audienz. Schon wieder, was will er denn? Das sind schwere Zeiten. Liefert 50 Bretter zum Königreich. Ja, machen wir mal. Bitteschön. Da können wir auch schon mal ein paar Punkte sammeln. So, und dann bin ich mal gespannt, wann die ersten Brote hier verkauft werden. Instant. 8 Brote diese Woche. 96 Gold. Das lohnt sich, würde ich sagen. Ne? Das lohnt sich, aber wir haben kaum noch Beeren. Und deswegen könnten wir hier mal einen zweiten Beerensammler hinbauen. So, da haben wir nur das Problem, dass dann gleich wieder kommt, ja, ne? Leer. Beeren leer. Wie sieht's hier aus? Da sind noch nur 2 von 3 drin. Warum? Lass mal gucken. Wir hatten doch alles aufgefüllt, oder? So, ich sehe hier nichts Rotes. Die Sammlerhütte wird gebaut. Okay. Joa, passt. Steinbruch sind 5 zugewiesen. Lagerplatz voll. Das ist aber nicht schlimm. Das werden wir später brauchen. Na, wunderbar, würde ich sagen, oder? Wunderbar. Es läuft. Wir verkaufen Brot. Wir haben einen Bauernhof mit Weizen. Wir haben eine Mühle. Wir haben einen Bäcker. Hier sind wir noch ein paar neue Sammler am Bauen. Die ersten Aufträge laufen. Der Vogt ist hier alles am Erforschen. War wieder sehr erfolgreich, würde ich sagen, oder? Du kannst wie immer einen Daumen hoch da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und ich sag, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.